Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Anna von die Anna Bastelgang und möchte euch heute meinen Action-Einkauf zeigen. Eigentlich bin ich zum Action gefahren, um diese 12x12 Inch großen Papierblöcke zu kaufen, Weihnachtsblöcke zu kaufen. Aber leider gab es keine mehr. Völlig ausverkauft. Aber die Verkäuferin hat mir versprochen, sie hat noch welche bestellt und sie hofft, dass am Ende der Woche da sind. Und dann werde ich nochmal hinfahren und vielleicht habe ich ja Glück. Aber derweil zeige ich euch, was ich gekauft habe. Und zwar probiere ich jetzt mal dieses Tiki Glue aus. Jeder, also viele kenne ich, die den Lob. Ich selber habe ihn noch nie ausprobiert. Ich habe immer diesen Tombow. Aber probieren geht über studieren. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist er ja gut. Dann habe ich nennt sich das 3D-Sticker gesehen. Und zwar gibt es da solche Schlüssel. Das ist sowieso Holz. Also ich glaube, das ist Holz. Gold angemalt. Sind die nicht süß? Die mussten unbedingt mit. In der Verpackung sind 10 Stück drin. Und diese Schmetterlinge mussten natürlich auch mit. Ich liebe ja Schmetterlinge über alles. Wenn ich Schmetterlinge sehe, kann ich nicht Nein sagen. Also die mussten unbedingt mit. In dieser Art Hobbyflora, da gibt es auch noch Tiere. Also ich glaube, dass es Moosgummi war, aber die haben mir jetzt überhaupt nicht zugesagt. Die haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Das war ein bisschen eine schlechtere Verarbeitung. Musste ich leider liegen lassen. Aber dafür diese zwei Schlüssel und Schmetterlinge habe ich die mitgenommen. Dann habe ich mich dafür entschieden. Clear Stamp in die Cutting Dice. Da gefiel mir dieser Ballon. Der ist schön groß. Mal. Ich habe immer bis jetzt so kleine, ne? Aber so, boah, so groß, auch so eine fähige Karte schaut natürlich gleich mal viel bombastischer aus. Den habe ich mir mal mitgenommen. Und hallo, wer kann denn dazu Nein sagen? Hund und Katze. Ist das nicht süß? Also das musst du mit. Ich glaube 78 sind das Stempelset. Also da kann man nicht vorbeilaufen. Und dann habe ich noch Bienchen mitgenommen. Diese Waben finde ich total toll. Bienchen sowieso. Ach, jetzt bin ich auch noch müde. Und das kurz vor Mittag. Wunderbar. Und hier diese Kameras. Hier kann man auch ein schönes Bildchen da rein. Dahinter kleben oder davor. Dann na, der Filmstreifen, genau. Dachte ich, ach, die kann man auch gebrauchen. Nehme ich mal mit. Ich glaube auch im Zusammenhang, weil der Hund hat auch so ein Fotoapparat in der Hand. Mal gucken, was sich da machen lässt. Ich muss dann unbedingt mit. Habe ja noch nicht genug Stempel, aber das musste mit. Dann habe ich mir Organza mitgenommen. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Zwei habe ich schon ausgepackt. Ich zeige das euch mal. Und zwar der weiße. Also wenn man den schön so zusammenknüllt, ne? Herrlich. Und für das Geld dachte ich mir, ach, nimmst du mal Organza mit. Organza kann man immer mal gebrauchen. Schwarz und weiß. Jetzt schaue ich mir, was die gekostet haben. Dekostoff. Organza. 56 Cent. Also musste mit. Und was ich dabei auch gesehen habe, ist dieses Gold. Oh, ist das nicht herrlich? Ich zeige es euch mal auf meinem Handrücken. Auf dem gelben Hintergrund sieht man es wahrscheinlich gar nicht gescheit. Richtig toll. Auch bloß 56 Cent, der war mit dabei. Und zwar gibt es da auch noch viele andere Farben, aber ich habe halt nur schwarz-weiß und das Goldene mitgenommen. Gibt es auch pink, rot, blau, grün. Alles, was das Herz begehrt. Und dann habe ich die Charms mitgenommen.
Jetzt schaue ich mal, was die gekostet haben. Die Charms, Metallcharms, 79 Cent. Fangen wir mit dem an. Ist das nicht der Wahnsinn? Also ein richtiger Metall-Battle-Anhänger. Ganz toll. Gibt so verschiedene Farben, verschiedene Formen. Band ist jetzt keins dabei, aber man hat diese Anhänger. In rosa, in blau. Ich benutze die ja nicht als Charm, sondern hängt die an meine Alben dran oder an irgendwelche Basteleien. Von dem her brauche ich eh keine Kette, sondern nur die Anhänger. Dann einmal in weiß mit Schlüssel, den fand ich auch toll. Und das ist eher meins, dieses silberne in rosa. Und einmal in grün. Die Fete, das fliegende Herz. Oh, ganz toll. Konnte ich natürlich auch nicht vorbeigehen. Und dann habe ich jetzt gerade auf Weihnachten zu. Muss ich ja wieder als Adventskalender basteln. Und da gab es für 2,14 Euro diese Teile. Eins habe ich jetzt schon rausgenommen. Richtig feste Boxen. Schon vorgefertigt. Wer es mag, kann das so lassen. Und als Adventskalender hernehmen. Ich werde natürlich mir das noch ein bisschen schöner machen. Ich werde es noch mit Designerpapier verzieren. Vielleicht einen Tannenbaum aufeinander kleben. Muss ich mal schauen. Aber für 2,14 Euro nur diese Boxen, dachte ich mir, die sind schön stabil. Da kann ich mir die Arbeit der Boxen machen, ersparen. Brauche ich bloß mein DSP, klebt es auf und mache meine eigenen Zahlen drauf. Habe ich ja tolle Stempel. Dachte ich, der muss mit. Okay. Und weiter geht's mit meinem Action-Einkauf. Wie ihr seht, seht ihr erstmal nichts. Ich habe zwei große Glasteller gekauft. Einmal in Silber. Ist der nicht der Wahnsinn? Und zwar will ich da einen Adventskalender basteln. Ich werde in die Mitte eine Kerze stellen. Außenrum meinen Adventskalender. Mal gucken, wie das wird. Wenn er fertig ist, werde ich wahrscheinlich sowieso ein Video drehen. Dann zeige ich es euch. Aber der Teller hat mir gleich so zugesagt. Einmal in Silber. Und tada, einmal in Gold. Das ist ja das typische Weihnachtliche. Gold und Silber. Aber das kommt immer am besten bei den Kunden an. Deshalb Gold und Silber. Gut, dann schauen wir weiter. Dann, was haben wir denn noch? Ah ja, genau. Schaschlikstäbchen mussten mit. Die werde ich für meinen Adventskalender brauchen. Zum Verbasteln. Dann habe ich einen tollen 12x12 Block gefunden. Soft Romance. 24 Stück. Ich liebe diese Kirschblüten und da musste einfach mit. Schauen wir mal. Zeige ich es euch mal. Fangen wir hinten an. Genau, also es sind beidseitig bedruckt. Hier schöne kleine Blüten. Herz, Gitter, Widerblumen, was Neutrales und was Blumiges. So was kann man immer gebrauchen. Oh, hier auch sogar eine Steinwand. Ja, und diese tollen Mandelblüten. Herrlich. Oder Kirschblüten. Mandel oder Kirschblüten. Genau, die Vintage, Widerblumen. Das ist auch total süß. Mit Teekanne und Teetasse. Genau. Und jetzt wiederholt sich alles. Genau. Den musste ich euch zeigen. Den habe ich mitgenommen. Dann habe ich mir jetzt mal so einen Notizblock mitgenommen. Da fand ich halt toll, dass man da so die Reiter
drin hat. Die kann man ja natürlich hier rausmachen und woanders rein tun, ne? An anderen Stellen. Dass ich meine Notizen mal so ein bisschen ordne. Ich habe ein bisschen alles durcheinander. Ich habe immer 1000 Zettel liegen und weiß dann nicht mehr, welcher zu welchem gehört. Und was das eigentlich sein soll, weil ich nichts drüber schreibe. Aber jetzt sei mir geholfen. Dann habe ich nochmal 3D-Forms mitgenommen. Kann man immer gebrauchen. Ah ja, das sind diese Kerzen zu den Tellern. Das sind LED. Sind jetzt leider noch keine Batterien drin. Die passen schön auf den silbernen und auf den goldenen Teller. Muss ich noch ein bisschen putzen. Okay. Und was habe ich noch mitgenommen? Ach, das war genau. Das letzte nochmal ein Alleskleber. Den probiere ich auch mal aus. Und eine schlechte Nachricht. Ich habe die 12x12 Blöcke leider nicht mehr bekommen. Die Verkäuferin hat aber auch gesagt, sie hat bloß 6 Stück bekommen. Also unverständlich, gell? Wie man dann nur 6 Stück in den ganzen Laden tun kann von diesen super tollen Designerblöcken für 1,99 €. Das hat mein Herz weh. Aber gut, kann man nun mal nichts machen. War zu spät. Man weiß aber nie, wann sie es genau auspacken. Diesmal war ich leider zu spät. Gut, ich hoffe, euch haben meine Inspiration gefallen und meine Einkäufe. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, eure Diana.